So, liebe Leute, weiter geht es hier bei SnowRunner. Wir sind noch in Wisconsin im Hard Mode und zwar noch auf dem PTS. Und wir bringen jetzt erstmal das Holz zur Schienenfabrik. Wir sind also auf der zweiten Karte in Wisconsin. Und dann fahren wir ihn hier in die Werkstatt und wir dürften dann in Kürze Stufe 15 erreichen. Und dann kriegt er seine Differenzialsperre. Und dann ist er auch voll upgraded. Der Pacific. Wir haben ungefähr Tag 36. Glaube ich. Hab schon wieder nicht richtig hingeguckt. Aber ich glaube Tag 36. Also 36 Stunden Spielzeit circa. Ein Tag ist ungefähr 65 Minuten oder so. Sagen wir mal 40 Stunden Spielzeit. Bis jetzt im Hard Mode. Ich musste mal ganz kurz an die Tür, hat geklingelt. Weiter geht's. Na, falscher Gang. Kommen 42 Liter noch, wir müssen wieder zum Tanken. Links zurück. Boah, haarscharf, ne? Haarscharf an der Kante vorbei. So, dann schauen wir mal, dass wir dann, wie gesagt, in der letzten Folge jetzt erstmal den Hammer bergen. In Black Badger Lake. Dann haben wir nochmal einen kleinen Scout hier mehr zur Verfügung. Und das eine Upgrade kam ich da mit dem Ford auch nicht irgendwie durch. Und ich habe keinen Bock mehr, den so richtig zu zerschrammen da oben. Wir wechseln rüber in den White Western. Das hatten wir genau auch mit dem White Western, glaube ich, gemacht. Nee, wir hatten es mit dem Voron Grad, glaube ich, gemacht, den Hammer. Jetzt haben wir hier aber das andere Getriebe nicht drin. Ist egal, wir riskieren es einfach mal wieder. Wir sind immer noch auf dem PTS, das ist alles in Ordnung. Aber ich fahre hier hinten lang. Wir können das Offroad-Getriebe aus dem Großen erstmal ausbauen, solange wie wir nicht brauchen, also aus dem Pacer. Da hinten steht er. Der kleine rote Hammer. So richtig wohl ist mir eigentlich nicht, weil ich glaube, mit den Steinen hier. Wir hatten damals ganz schön zu kämpfen. Es war, glaube ich, der Vorongrad und nicht der White Western, oder? Waren wir nicht irgendwie besser rangefahren?
alles nicht so prickelnd hier. Mal gucken, ob der Schnorchel schon reicht. Wir kommen gar nicht gegen die Strömung an, oder was? Wir kommen mit dem Auto schon gar nicht irgendwie rückwärts gegen die Strömung an. Da sind zu viel Steine. Ich muss nochmal woanders reinfahren. Wir müssen nochmal eine Lücke später reinfahren. Wir haben jetzt auch wirklich das Getriebe nicht drin, ne? Da ist wirklich suboptimal gerade. Wir setzen, glaube ich, einfach nur auf Steinen auf hier und da passiert nichts. Naja, wir müssen den mit vermutlich dem Pace da vielleicht sogar holen. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten. Müssen wir mal später wieder kommen. Dann ist es erstmal so. Lassen wir das. Wir bräuchten mindestens das Offroad-Getriebe, glaube ich. Da kann man mit den Lastgängen besser rumspielen. Aber der Pacer hat, glaube ich, auch viel, viel größere Reifen. Ach, Pacer. Ich meine jetzt wieder eigentlich den Pacific. Ich meine jetzt den... Und dann 512er Pacific. Dann fahren wir mit ihm erstmal rüber. Machen die Aufgabe fertig. Und sacken erstmal wieder ein bisschen Knete ein. Mir gibt es ja auch ein paar Autos zu holen. Ne? Könnte man vielleicht, bevor man nach Dings überwechselt, auch noch die Autos und die Upgrades einsammeln. Muss ich mal überlegen. Ich würde gerne eigentlich Alaska weiterspielen, aber die neuen Karten reizen mich auch. Ach, es gibt so viel Schönes zu tun auch hier. Und so wenig Zeit. Ja, ich wusste es eigentlich. Ich wusste es eigentlich. Alles mal eine Abwägung, ne? Zwischen Zeit und Kosten. Da bringt mir nichts, wenn ich nachher 1 Million Credits habe, dafür aber 2 Jahre gebraucht habe. Mir persönlich nicht. Mir ist Zeit gerade ein bisschen wichtiger. Geld verdient man eigentlich genug.
nicht. Ich glaube, wir kaufen uns einen zweiten Kran für den hier. Der kostet, glaube ich, 6000 Ecken oder so, aber das rentiert sich dann irgendwann. Autos haben wir genug. Upgrades haben wir auch alle. Kein pro Liter kostet das hier. War das letztens schon so? Das ist dreimal so teuer wie hinten im Wald in hier auf der anderen Karte. Krass. Krass, 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 krass. Da lohnt es sich wirklich, ne, mit dem Anhänger vielleicht hinten im Wald zu tanken und den immer vorne zu stehen lassen. Aber es ist natürlich auch eine ganz schöne Zeitfrage. Weil es dauert, bis man da hinten durchgefahren ist. Irgendwann demnächst kaufe ich mir, glaube ich, auch wirklich einen Aufsatz, einen Tankaufsatz für eins der Fahrzeuge. Wir könnten überlegen, ob wir den Caterpillar mit so einem Tankaufsatz ausrüsten, ne? Aber der ist halt so. Aber der kommt überall durch, zum Beispiel. Kann eine mobile Tankstelle spielen. Aber es würde erstmal wieder 3500 kosten, den herzuholen. So, noch ist es hell, der kann erstmal die Brücke reparieren fahren. Das ist auch Quatsch, weil wir können dann gleich Holz holen. Muss gerade mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5 Holz, 6 Holz. Ne, den Holz holen wir mit dem anderen. Mal überlegen. Ersatzteile. Fünf Häuser sind 10 Holz. Wir fahren erstmal in die Werkstatt. Nee, wir fahren erst die. Warte. Wie machen wir denn dürfen? Wir kommen an der Werkstatt vorbei, ne? Wir fahren erstmal in die Werkstatt. Den Kran ausrüsten. Den leisten wir uns jetzt. Aua. So, individualisieren.
Kran drauf. Quatsch, der hat noch einen Kran. Der hier. Nee, wir hatten erst einen Kran, oder? Wir hatten erst einen Kran gekauft. Wir kaufen jetzt unseren zweiten Kran. So. Treibstoff würde kosten wie viel? 5,3. Und der kriegt einen größeren rauf, ne? Theoretisch passt hier mehr rauf. 2,8. 6,000, aber 2,800 Liter. Ist auch ein Hammer. Ich muss mal kurz mir den Katerplan gucken. Den hier. Vorschau, Vorschau, Vorschau. Haben wir ein paar Sachen schon freigeschaltet, ne? Rahmenzusatz. Holz brauchen wir nicht mehr. Gibt es inzwischen auch für kleine Autos? Da passen nur 1600 Liter rein. Das ist nicht viel, ne? Lassen wir erstmal. Wir fahren jetzt erstmal die Aufgabe endlich fertig machen, dass wir... Halt. Ich wollte noch was anderes umschalten. Mann, Getriebe vergessen. Menno, 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 Menno. Und wieder rein. Der hat das Snow, na, das wollte ich ausbauen, nämlich. Oder das Offroad-Getriebe. So rum wird ein Schuh draus. Wird die Brücke fertig gemacht und dann gibt's Stufe 15 fertig aus. Können wir die Aufgabe machen mit den Ziegel unten und mit den 5 Ölfässern. Das geht auch schnell. Da fahren wir mit beiden Autos dann runter. Jetzt weiß ich ja, dass ich nicht da hinten rumfahren kann. Oder nicht hinten rumfahren werde. Auf dem Live-Server bin ich fast abgesoffen im Fluss. So, Brücke. Brücke ist die hier. Zwei Ersatzteile. Wir sparen uns wieder die 300 Öcken. Ich müsste andersrum ranfahren, ne? Dann ist der Kran immer gleich auf der richtigen Seite, oder? Zumindest beim ersten Mal. Aber der Unterschied ist marginal, glaube ich.
Das war verkehrt. Gerade überlegen, wo wir rausfahren. Da. Und dann holen wir gleich von unten den Anhänger. Müssen wir auch hier hochschleppen dann, um das andere Lager freizuschalten. Auf dem Live-Server hatte ich unten das Fahrzeug und den Anhänger gleichzeitig abgeschleppt, aber das war mir, das ging zu schlecht. Das mag ich nicht nochmal. Mal jetzt nacheinander. Fertig. Stufe 15. Ich hab's auch ploppen sehen. Sehr schön. Weiter gleich. Da unten. Der Weg dazu. Genau hier. Okay, kommt. Nein, 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 nein. Wende dich mal an einen richtigen Baum an, lieber Truck. Ja, wir dürfen nicht zu leichtsinnig sein hier mit den Kurven und alles drum und dran. So, wir ziehen erstmal mit ihm hier den Anhänger hoch und gucken mal, ob er das überhaupt schafft. Quatsch, den Anhänger kann man anhängen. Ich wollte den gerade, ein bisschen bodderig dann, ne? Schnell, 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 schnell. Konflikt beim Ankoppeln. Haben sie das wieder gefixt? Wir konnten doch sonst die Anhänger ankoppeln, oder nicht? Dann halt so. Dann halt so. Der Fleetstar konnte das auf jeden Fall, ne? Pritsche und... Nein! Vorsicht, 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 Vorsicht. Zieht natürlich der Anhänger, ne? Auch so ein bisschen.
Da ist ein Haufen Sprit drin, ne? Da sind 2000 Liter drin. Da kann man uns ein paar rausklauen, glaube ich. Das dürfte nicht so das Problem sein. Wir werden mal 1000 Liter draus klauen. Und quasi den anderen wieder voll machen. Würde ich sagen. Oh, hier ist wieder die Stelle. Stopp. Hier müssen wir anders fahren einfach. Wir müssen einfach weiter außen rumfahren. Er hat vorne keine Haftung. Langsam. Echt einen Aussetzer gehabt. Aber das ist ja meine Schalttaste. Alter Dude. Ach, jetzt ist es passiert. Ist egal, der Anhänger ist nicht unser. Er springt von einer Seite auf die andere. Es wäre mal schön, lieber Anhänger, wenn du dich für eins entscheidest. So. Von hier oben auch wieder Holz mitnehmen gleich. Da steht ein einzelnes Haus, passt genau hier rauf. 20 Holz und 10 Stahl brauchen wir für die 5 Schienen. Und der Shepard auch nochmal richtig nach Kassel dann. So, den lassen wir auf jeden Fall hier stehen erstmal, bevor wir ihn abgeben, weil wir wollen den so ein bisschen. Ein bisschen entleeren. Gibt es auch eine Aufgabe, aber dazu müssen die anderen erst fertig sein, ne, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere.
Und runter. Halt, das ist nicht ausreichend. Das fällt wieder runter, glaube ich, ne? Jetzt. Ich fahre jetzt außen lang, nicht über die Schienen. Obwohl Quatsch ist, der Weg ist kürzer über die Schienen. Also. Nee, ne? Aber da ist nicht so viel Modder. Hier ist nochmal ein Stück Modder zwischen. Und hier ist einfach nur glattes Feld. Wir schon 4, 6 Holz im Schienenfabriksdepot. Tralala. Au, oh, der geht gar nicht weg, der. Guck mal an, der Baum, der will nicht. Das ist ein stabiler Baum. Dunkelheit bricht wieder ein. Ja, ein bisschen blöd abgeparkt. Stahl hatten wir noch nicht hier drin, ne? Hatten wir noch nicht? Ne, hatten wir noch nicht, glaube ich. Noch nicht. So, wie viel Sprit ist denn hier noch drin? Also ich sag mal, maximal 1000 Liter können wir aus dem anderen rausnehmen. Also mehr würde ich jetzt einfach nicht riskieren. Aber wir könnten es testen mit dem Anhänger. Wir könnten es jetzt definitiv mal testen. Der ist noch halb voll. Wir wechseln mal kurz in die Garage, wie viel der Pace da noch drin hat gerade. Ach, verkehrte Karte. Das war die verkehrte Karte. Hier wollen wir rein. Müssen wir kaufen, ne? Differentialsperre bei ihm hier. Da gab's keinen, glaube ich, zu finden.
Jetzt ist er maximal geupgradet. Er ist voll mit dem Tank. Wir versuchen mal, ob wir mit ihm den Truck von unten geborgen bekommen. Ich nehme den Anhänger schon mal ein Stück mit, den Auflieger wieder. Dann müssen wir erstmal ein bisschen Stahl herkacheln. Meine Güte. Und die Räder eiern immer noch wie bescheuert, ey. Man muss dann warten, bis sie irgendwann platzen, ne? Dass man Neues aufmachen kann. Kostet je 50 Öcken. Wir fahren hinten durch. Ich meine, Differentialsperre testen. Oh, was ist denn das für ein Baum? Ja, mit Differentialsperre zuckt er gar nicht, ne? Also. Ich gebe Gas und er reagiert sofort unten. Da lacht er über so eine Pfütze. Wir stellen ihn schon mal drüben ab, weil wir nehmen nachher Walzen mit fürs Stahlwerk. So, LKW holen von unten. Bergungsmission. Nochmal tanken hier.
So, ich hoffe, wir finden den Weg jetzt im Dunkeln. Hier geht's schon rein, ne? Aber hier oben, ne? Nach links? Der Weg ist so schwer zu erkennen. Und hier runter, glaube ich. Genau, hier runter. Und hier müssen wir jetzt aufpassen wegen Umkippen. Wir müssen schön weit außen fahren, glaube ich. Ist aber eine doofe Kurve hier. Ich würde mich gerne sicherheitshalber anwenden, aber da waren nicht mehr so viele Punkte hier, ne? Die irgendwas halten? Hält das irgendwas? Ja, scheint zu halten. Vorne steht er. Schade, dass wir den nicht behalten können gleich. So, mein Lieber, dann komm, dann machen wir aber den Motor mit an, oder? Der hat keinen. Der scheint keinen Sprit zu haben. Leerer Tank, ja. Der springt nicht mit an. Geht's irgendwie kaputt gemacht gerade? Nee. Der steht fest. Immer anders machen. Dürfen nicht so weit in den Modder reinfahren. Zur Not müssen wir immer ein, zwei Liter reinhauen. Kommen wir nicht ran. Ich glaube, der braucht ein bisschen Sprit zum Mithelfen. Jetzt Licht an? Jo. Es geht gleich ganz anders, ne?
Wir sind überhaupt gar nicht auf dem Weg drauf. Jetzt so halb. Komm, 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 komm! Hoch da! Wir können mal den Hochgang versuchen, aber... bringt nicht wirklich mehr. Geht nicht wirklich schneller und verbraucht auch nicht weniger Sprit. Eher mehr. Ah, die Differentialsperre ist schon geil. Wir müssen uns nur den Sprit wieder klauen, wenn wir oben sind. Oder wenn wir auf der Straße sind, werden wir den schon... Ich mach mal einen Motor aus, mal gucken, was passiert. Ne, hier an der Kurve lassen wir den Motor an, glaube ich. Alter. Eieieiei. Mit ihm kommen wir sogar schon vorher rum hier, das schaffen wir. So, jetzt Motor aus, hinten, Spritsparen. So, Hochgang 8 bis 9 Liter und in der Automatik. Schafft das überhaupt den höchsten Gang? Nee, Hochgang. Hier ist Hochgang wieder gut. Erstmal wieder alles aus dem der Rilong rausklauen. Geh mal ein Stück Platz machen da. Ist ja unglaublich. Rein.
Oder auch nicht. Hat er das jetzt anerkannt oder nicht? Hat er anerkannt. Den LKW hat er anerkannt. Wir können ihn leider nicht klauen, ne? Nee. Ich glaube, wenn ich ihn... Verschwindet der, wenn ich ihn jetzt abmache? Bleibt erstmal stehen. Okay. Verwaltung, wir wollen Metallrollen. So, irgendwie ein Licht wäre cool. So ein Kranlicht oder so. Die Stützen nicht draußen. Ich müsste hier anfangen, ne? Wenn ich von hier reinschwenke, müsste ich hier vorne anfangen eigentlich. Hier ist das ein Hin- und Her-Schalter mit dem Kran. Nee, dreh weiter. Ach, ich habe jetzt, glaube ich, einmal im Kreis gedreht, ne? Dann will er nicht weiter. Kann sich, glaube ich, nicht unendlich drehen. Also wieder andersrum drehen. Mann, ist das. Das ist ein nerviges Feature. Mann. Aber 750, ne, würde das sonst kosten. Das ist wirklich zu teuer. So, Kran wiederherstellen. Wird schon wieder morgen? Nee, ein bisschen ist noch. Ein ganz klein bisschen Zeit ist noch. Falscher Gang. Halt, verzogen. Fracht verladen.
So, schön im Hochgang bleiben, nicht in der Automatik, dann scheppert es auch nicht so. Ich werde, glaube ich, in der nächsten Folge mal wieder ganz kurz einen Abstecher nach Alaska machen. Einfach nochmal, weil Alaska ist so geil. Und vielleicht irgendeine Aufgabe da machen oder so, mal schauen. Wir brauchen 20 Rollen. Ne? Wenn wir 10 Stahlhahn machen haben wollen, brauchen wir 20 Rollen. Die hatten schon 10 Rollen, glaube ich, da. Oder? Wir brauchen nachher, glaube ich, nochmal Stahl für... Nee, Treibstoff, glaube ich. Treibstoff und Ersatzteile. Für das letzte Teil von der Eisenbahngeschichte. Ist ja auch nochmal Metallrollen drin. Wir müssen mal gucken, wie viel wir haben. Das heißt, wir brauchen noch 6 Rollen. Oder? Sehe ich das falsch? Sechs Rollen. Dann haben wir allen Stahl für Dingsbums fertig. Wir nehmen Stahl gleich mit zurück, ne? Aber das ist, glaube ich, jetzt morgens, oder? Ja, es ist 5:30, wir hören auf. Gut, liebe Leute, wir machen Schluss an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.